Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Das Jahr ist wieder vorbei. Es ist wirklich schon wieder vorbei. Und was fehlt natürlich dann wieder? Natürlich, wie letztes Jahr, machen wir wieder einen schönen Jahresrückblick. Diesmal mache ich den Jahresrückblick ein kleines wenig anders. Weil ich bei mir persönlich jetzt, egal ob auf YouTube oder allgemein Social Media natürlich, auch einiges wieder getan hat in dem Jahr. Angefangen bei Instagram, wo ich mittlerweile über 17.000 Abos habe. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, um die 15.000 gehabt. Sind nochmal 2.000 mehr oder fast 3.000 mehr sogar. Ich habe, glaube ich, fast sogar 18.000. Mal hier, mal her. Mag alles sein. Wie gesagt, manche Abos gehen, manche nicht. Manche bleiben einem treu, manche komischerweise auf einmal nicht mehr. Ist auch egal. Gehört auch dazu. Und natürlich hat sich einiges getan. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das Video jetzt machen werde. Ich werde es mehr oder weniger so ein bisschen etappenweise machen. Ich werde ein paar Sachen mit einplanen. Und dann fangen wir auch an, am besten schon mal mit den von mir vom Kanal her gesehen, so die besten Videos, so wo ich so einen großen Bezug selber dazu habe. Wie zum Beispiel die ersten 1000, was wir damals rausgehauen haben, wo ich das erste Mal das geschafft habe. Das war bei mir zum Beispiel das Fruity Way mit mittlerweile über 1000 Aufrufen. War es das erste Video, was die 1000 mal geknackt hat. Hat mich natürlich damals schon mega sehr gefreut. Mittlerweile können wir wirklich sagen, dass ich 2019 hatte ich ungefähr so 5000 bis 6000 Aufrufe gehabt. Und 2020 sind es natürlich mal krasse, ich weiß nicht, bis Ende des Jahres werden vielleicht noch mal dazukommen, aber ich gehe mal davon aus, dass es dann 80.000 Aufrufe sind mittlerweile, was dann dazugekommen sind. Vielleicht schaffen wir auch noch die 90.000 diesen Monat, wer weiß, mal sehen. Und von daher bin ich wirklich guter Dinge, dass sich das bis nächstes Jahr noch mehr steigern wird, was hoffentlich so wird. Weil die Videos immer besser ankommen. Jetzt seit 4-5 Monaten ging es immer peu à peu immer weiter hoch. Mehrere Leute kamen natürlich mit dazu, mehr Aufrufe. Mittlerweile können wir über 1000, mehrere 1000 Kommentare jetzt verzeichnen. Weiß was ich, wie viel Likes jetzt mittlerweile. Ich habe mittlerweile 160 Videos online. Könnt ihr euch ja dann rechnen ungefähr. Ich habe immer so 20 bis 40, 50 Likes pro Videos. Kaum Dislikes im Endeffekt. Außer ein paar, aber das kann natürlich auch mit sein. Und da habe ich gedacht, ich tease euch jetzt erstmal die wichtigsten Videos so an. Was in erster Linie so den ersten Inhalt von dem Video jetzt wieder gibt. Und da werde ich euch so die drei Videos, was mich wirklich am besten oder am meisten einfach gefreut haben, einfach mal kurz durchlaufen. Viel Spaß damit. Jetzt ist schon mal zwei, drei gemixt. Jetzt werde ich das nochmal machen und zusammen mit euch sozusagen das Review machen. Ich würde es schon mal einschenken dann. Also eine Portion sind 30 Gramm. 5 bis 10 Minuten, weil ich dann mal kurz gewartet habe, bis ich ins Gym dann bin. Und wie gesagt, auch kein Down und irgendwas. Du hast extreme Energie, du hast einen richtig geilen Pump. Der hat echt bis zum natürlich geht es weiter mit vielen Dingen, was ich natürlich in diesem Jahr noch mit, wie kann man sagen, was sich so bei mir noch hinzugefügt hat. Egal, ob das jetzt mein Patreon zum Beispiel ist, was ihr unten die ganzen Links mit habt, wo ihr mich gerne mit unterstützen könnt zum Beispiel. Da könnt ihr für 3 Euro im Monat könnt ihr mich mit unterstützen. Ich denke, da beißt der Maus keinen Faden ab zum Beispiel. Dann meine eigene Webseite jetzt mittlerweile. Ich habe für euch eine große Webseite jetzt errichtet, wo ihr viele Sachen drüber findet, über Supplemente. Ihr kriegt haargenau klein erklärt, wie ihr manche Sachen rezeptmäßig, mengenmäßig selbst kochen könnt. Ihr habt Videos mit dazu, was ich euch jetzt mit
einige oder viele Videos jetzt mit rausgebracht habe, wo natürlich immer mehr Sachen mit dazukommen. Dann zusammen mit einem Partner von mir, von Booster Labs, habe ich mein erstes Design mit einwirken lassen, mit dem zusammen. Dann kam natürlich mit einigen Influencern jetzt oder Instagram und YouTuber, Musiker oder wie auch immer, kamen einige Kooperationen zusammen, mit denen ich persönlich viel zu tun habe, wo ich meine eigene Trailer-Musik zum Beispiel mitbekomme. Und da würde ich euch gerne natürlich nochmal kurz den Trailer mit reinhauen, weil ich finde, ist mega cool. Ich haue euch nochmal die Webseite kurz mit rein und es ist so mein persönliches Favorite, wo ich mich mega drüber gefreut habe, dass das dieses Jahr auch geklappt hat. Und von daher geht's weiter mit dem Spaß jetzt. Werdet ihr dann selber dann rausfinden können. Hier könnt ihr zum Beispiel dann, machen wir einfach mal hier drauf. Dann geht es natürlich dazu, man hat natürlich Haufen Supportseiten und die dürfen natürlich wie auch immer natürlich nicht fehlen. Und deswegen fangen wir mal ganz gemütlich an, euch meine Leute, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun habe, natürlich vorzustellen. Und da fangen wir mal an beim Norman. Er ist so der Vermittler von allen mit, was alles so enge zusammenhält, macht. Vier im Hintergrund auf jeden Fall, dann Fiore hat jetzt endlich die 100 Abos geknackt, finde ich mega geil. Der macht von allen Wengen, aber am meisten was Horror-Let's Plays etc. angehen, was mir ja mega gefällt. Dann haben wir die Jessie, die macht Cheat Days vor allen Dingen, also finde ich ja cool, wenn eine Frau einfach mal reinhaut und dann dauernd einen auf, oh, das ist mir zu fett und dies und jenes. Und dann mentale Kraft ist so wegen Motivationssachen, größtenteils Sport. Wie auch immer. Dann Make It Easy, René ist noch ein junger Typ, zeigt ein paar Sachen, was man so auf YouTube dann zum Beispiel machen kann, so die kleinen Cliffs kann man sagen. Dann Schöner Wohnen, viel was mit Gemüse, sag ich mal, oder Ingwer, Chili, was genauso zu meinem Kochen natürlich mitgehört. Dann Kerstin haut immer ein paar Japan-Vlogs raus, was ich ja mega geil finde. Wie ihr von mir wisst, sag ich mal, alles was anime-mäßig und so zu tun hat. Ob das jetzt Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oder Dragon Ball auf jeden Fall. Dann My Life is Colorful. Sehr beständige Frau, weiß was sie will und hat auch einen sehr coolen Einfluss so auf uns alle. Dann The PA von unseren Discord-Sachen jetzt mit, genauso wie Sven's Factory. Und was mir gerade noch einfällt, haben wir und macht Let's Plays von allen sämtlichen Dingen ein bisschen. Dann natürlich heißt ja nicht, dass diese Leute bloß, sondern gibt natürlich auch noch andere Leute, die durch euch jetzt einfach mal kurz mit reinhauen einfach, was so Kommentare mit da gelassen haben. Sind natürlich einige Kommentare dann. Unter anderem dann Barbosa Games, dann Make It Easy, habt ihr ja gerade schon gesehen, Party Time Insane. Dann Benno, die Banane ist sehr lustig. Ultimate Home Fit. Oh, Ultimate Home Fit habe ich jetzt fast noch mit vergessen aufzublättern. Das zeige ich euch natürlich auch nochmal kurz. Es sind zu viele Leute, mit denen man mittlerweile zu tun hat, aber man will ja auch keinen dann irgendwie vernachlässigen oder so. Ultimate Homies sind so mit meine Koch-Homies, kann man sagen. Die kochen, machen Fitness und beständige Videos auf jeden Fall. Wo mit allen Mindset etc. alles Menge mit zu tun hat. Supermatic Gaming grüße ich natürlich. Whiskey Nerd kam jetzt neu dazu. The Bear. Und. Ja, das war es auf jeden Fall zu den Leuten schon mal gewesen. Und natürlich kommt es langsam auch zum Ende, muss man ja mit dazu sagen. Aber ein was kommt noch auf jeden Fall.
Und dann kommen natürlich zum Schluss jetzt nochmal die Dankesagen an die Leute, mit denen ich auf Instagram viel zu tun habe. Unter anderem mit der Susi. Die Susi tut mich extrem stark unterstützen mit allen drum und dran. Die Patricia, Pfannenfurbi, Dori meine ich. Dann Polo Sport und Michi wird mich extrem mit unterstützen. Dann die Aid-Story, haut mit rein. Dann der René, wie gesagt, von Make It Easy. Die Kati, Sasa Streb. Die Eve, mit der ich zusammen das mit der Musik zum Beispiel mitgemacht habe. Dann Sandy Red Pearl auf jeden Fall. Und zum Schluss nochmal der Aceman. Auch ein richtig cooler Dude, macht coole Videos auf jeden Fall. Könnt ihr auch bei YouTube mit reingucken bei Aceman. Das sind so echt die krassen Leute, mit denen ich dieses Jahr viel geteilt habe und auch mega viel Spaß hatte auf jeden Fall. Wie gesagt, und falls ich jetzt jemanden vergesse oder so, nimm es nicht persönlich, weil das ist so viel Input mittlerweile bei mir. Ich denke, da kann man das verkraften, wenn man mal den einen oder anderen nicht sieht. Genau. So. Dann natürlich, Sport bringt alles nichts ohne meine Sponsoren natürlich, an denen ich jetzt auch nochmal einen richtig fetten Dank nochmal rausknall. An House of Protein natürlich, an meine Chefs bei House of Protein, was ich jetzt nicht mit Namen jetzt, weil ich gerade nicht weiß, ob er das will oder nicht, oder ob sie das wollen. Dann natürlich von Booster Labs, wie gesagt, nochmal fetten Dank an euch, dass ich damit mitwirken durfte bei den neuen Sachen jetzt, dann Trespalmer, mein Klamottensponsor unter anderem. Und natürlich die neuen Sachen, was jetzt alles noch mit dazukommt. Dazu werde ich noch nicht viel sagen. Ihr könnt euch wieder überraschen lassen im nächsten Jahr. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch alles Beste fürs nächste Jahr. Startet bitte cool durch. Bleibt mir bitte gesund. Rutscht gut rein auf jeden Fall und wir sehen uns dann im nächsten Jahr und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne noch ein Abo da, teilt dieses Video gerne, liked es gerne, haut Kommis drunter ohne Ende, dass wir noch mehr krachen können nächstes Jahr und dann wünsche ich euch alles Beste, euer Mimi, ciao.